Hallo und willkommen zu meinem Video. In meinem letzten Video habe ich euch die Planung bzw. Vorbereitung von einem Angebot, in dem Sinne Fingerspiel, gezeigt. In diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps zeigen, die man in der Durchführung für ein Fingerspiel auf jeden Fall beachten sollte, und am Ende zeige ich euch das Fingerspiel auch noch. Ihr müsst auf jeden Fall laut und deutlich sprechen, dass jedes Kind euch auch richtig gut verstehen kann, weil die Kinder müssen die Sätze ja nachsprechen. Am Anfang des Hauptteiles macht ihr das Fingerspiel einmal komplett vor mit Bewegungen und Text. Danach sollen die Kinder mit eigenen Worten erklären, um was es in dem Fingerspiel ging. Achtet darauf, dass die Kinder wirklich den Inhalt des Textes verstanden haben. Nachdem könnt ihr jetzt gemeinsam das Fingerspiel durchmachen. Von Anfang an gleich mit Bewegungen. Es kommt immer darauf an, wie schnell die Kinder das Fingerspielern können. Ich würde jetzt sagen, circa zweimal so einfach normal durchmachen. Und nach den zwei Durchgängen kommt die Abwechslung. Das bedeutet, einmal sprechen nur die Jungs, einmal nur die Mädchen. Man stellt sich auf den Stuhl, hinter den Stuhl, vor den Stuhl oder sonstiges. Eine kleine Zusammenfassung zum Schluss noch. Nehmt es nicht zu ernst, es sind einfach nur ein paar Tipps. Du solltest den Text auf jeden Fall können. Jedes Kind sollte dich gut sehen und hören können. Auch du solltest jedes Kind gut sehen und hören. Jedes Kind soll mitmachen und es soll auf jeden Fall Abwechslung dabei sein. Und wenn du den Text nicht kannst, auch kein Problem. Keiner wird dir dafür den Kopf abreißen. Und noch ein paar Punkte, was schlecht wäre. Wenn du nur abliest, wenn die Kinder dich nicht sehen und hören können, wenn du die Kinder nicht hörst oder siehst, wenn die Kinder abgelenkt sind und nicht mitmachen und wenn das Angebot einfach nur langweilig ist. Das waren ein paar Tipps und wie versprochen jetzt das Fingerspiel. In meiner Infobox findet ihr den Link für den Text. Alle meine Fingerlein wollen heute Vögel sein. Sie fliegen auf, sie fliegen nieder. Sie fliegen fort, sie kommen wieder. Sie bauen sich im Wald ein Nest, dort schlafen sie dann tief und fest. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne auf meinen Account gehen und ihn dort anschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und mir auf Instagram oder TikTok folgen. Dort werde ich auch regelmäßig Sachen posten.